Ja,
Guten Morgen, liebe Frau Lisa Friesen, liebe Kinder, Großkinder, Urgroßkinder von diesem lieben Herr Heinrich Friesen. Die Stunde von Hein hat geschlagen. Es scheint hart zu sein, aber die Wirklichkeit ist da. Lisa, als wir dich neulich besuchten, hast du so gelassen gesagt, ich wünschte, er könnte zum Herrn gehen. Ich bewundere deine Durchhaltekraft, die du jeden Nachmittag gezeigt hast. Immer vor zwei ging es los zu ihm, einfach bei ihm zu sein. Du hast wirklich diese Treue, die du damals versprochen hast, gehalten. Dass er so jetzt beim Herrn sein kann, scheint von der einen Seite eine Freude zu sein, ein Freudenfest dazu, aber die Trennung schmerzt. Die Trennung ist da. Möge Gottes Trost, Gottes Beistand ganz besonders in dieser Zeit auch nahe sein und begleiten. Hier als Nachbar zu stehen und das Programm zu leiten, ist für mich ein Vorrecht. Es fällt aber schwer. Wir als Familie haben Hein und Lise in diesen 20 Jahren sehr schätzen gelernt. Wir hatten eine sehr intensive Beziehung. Wenn er das Wort Terere rief, dann bedeutete das, war Zeit zum Gemeinschaft haben. Es waren so schöne Stimmen, die man noch in Erinnerung hat, die in den letzten zwei Jahren aber nicht mehr gekommen sind, aus verständlichen Gründen. Es schmerzt so, einen lieben Freund zu verlieren. Viele Menschen werden sich dankbar und liebevoll an Bruder Heinrich Friesen erinnern. Alle, die ihn kennen durften, haben seine ganz besondere Ausstrahlung und Hilfsbereitschaft gekannt. Von einem geliebten Menschen Abschied zu nehmen, ist immer wieder schwer. Treffende Worte zu finden, um den Verstorbenen zu ehren und den Hinterbliebenen Trost zu geben, ist deshalb sehr wichtig, dass wir diese Worte auch an die Hinterbliebenen weitergeben. Einfach trostspendende Worte. Möge diese Stunde des Abschiednehmens für euch als Familie und uns als Gemeinde ein Segen sein. Wir werden das Programm heute zweisprachig durchführen. Wir bitten daher um Verständnis, dass wir Abschnitte in deutscher und spanischer Sprache machen. Hein hatte viele spanische Freunde und das zeigt sich hier auch an der Präsenz von seinen Freunden, dass sie hier unter uns sind. Er hat das Evangelium wirklich praktisch weitergegeben und das zeigt das. Muy buenos días, también los de habla español, bienvenidos. A esta despedida que hoy queremos dar a nuestro querido hermano Enrique Friesen. Por algún motivo ustedes están presentes acá a esta hora de despedida. Puede ser por temas laborales o por el tema de ayuda que les dio alguna vez. Durante este programa vamos a dirigirles palabras en alemán y en castellano, así que vamos a tener ambos idiomas desde acá. Enrique tenía un espíritu de ayudar a otros. Me imagino que ustedes dieron cuenta que esto era su forma de vida. Él siempre sintió que algo le faltaba. Hace dos años, cuando estuve una vez con él, no, el año pasado, me dijo, Alfredo, yo no hice suficiente. Siento eso que, ¿por qué no hice más? Y le dije, tú y yo jamás podemos hacer suficiente para Dios. Con las obras no le llegamos. No llegamos a su casa, sino a través de la gracia divina. Esta gracia divina él vivió y lo experimentó en estos tiempos en especial.
Él vivió un idioma de amor, de ayudar al prójimo, y esto ustedes seguro sintieron. Hein hatte ständig einen Gedanken, den er immer wieder auch zum Ausdruck brachte. Wir haben ihn in der Hausbibelgruppe gehabt, aber auch sonst in den Gesprächen. Er sagte immer, ich fühle, ich habe zu wenig gemacht. Ich konnte nicht die spanische Sprache, mir fehlte das. Ich sagte zu ihm da in einem der letzten Gespräche, als er dieses sagte, Alfred, ich habe viel zu wenig für Gott gemacht. Ich sage, wir können niemals genügend machen. Unsere Werke bringen uns nicht zu Gott, sondern diese Gnade, die du und ich erleben dürfen, die du erlebt hast, du dürftest das für ihn tun, was er von dir verlangte. Das bringt uns zu ihm. Die Werke retten uns nicht, sondern allein seine Gnade. Und diese Gnade hat er erfahren. Er hat ja so vieles unter Paraguayern gemacht. Ob zwar sein Spanisch etwas mangelhaft war, aber die verstanden ihn. Immer wieder. Es war die Sprache der Liebe, die Sprache des Verstandenseins, des Vertrauens, die er zu den Lateinparaguayern hatte. Und das möchte ich heute auch weitergeben, dieses Vertrauen zum anderen, das er weitergegeben hat. Wenn wir im Psalm 23 lesen, da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen, und ich werde immer da im Haus des Herrn sein. Diese Sorge hat er immer wieder mitgeteilt. Ich will diesen Wunsch, besser gesagt, ich will im Hause des Herrn sein. Ich will dem Herrn dienen. Ich will mein Bestes für ihn geben. Und das hat er gezeigt. Letztes Jahr im Februar macht er so viele verschiedene Arbeiten auf dem Hof. Ich fragte seine zwei Jungs, merkt ihr, euer Vater bereitet sich auf etwas vor. Und das dauerte nicht lange. Da wurde er so geschlagen, dass er nicht mehr gehen und laufen konnte. Es ist interessant, wie Gott Wege leitet und diese Personen vorbereitet. Hein hat sich vorbereitet, ganz bewusst. Er hat sein Leben so gelebt, wie es Gott gefiel, und dieses auch bis zum Ende durchgehalten. Das ist es wert, Gott Danke zu sagen. Und das ist auch heute der Trost, der allen von uns gilt, der dir und mir gilt. Dein Leben und mein Leben sprechen eine Sprache. Und hier können wir gute Erinnerungen an ihn weitergeben. Para la lectura bíblica quiero leer Salmos 23, donde dice, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pasos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das fuerzas, nuevas fuerzas, y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo vivo y de que para siempre viviré donde tú vives.
Esto era el deseo de Enrique y él lo vivió acá en la vida. Les invito para una oración. Großer Gott, wir danken dir für das Leben von Heinrich, das er gelebt hat. Viele Jahre hat er in der Familie gewirkt, in der Gemeinde, in der Gesellschaft und darüber hinaus unter den Nachbarn. Danke dir für dein Leben und ich bitte dich ganz besonders, dass diese Abschiedsfeier dahin führen kann, dass wir bewusst Abschied nehmen. Die Grenze ist uns gesetzt. Herr, du lebst durch uns und wir leben durch dich, durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch diese Gnade sind wir gerettet und die hast du auch Heinrich zugerufen und dafür danke ich dir. Segne diese Feier dahin, dass du verherrlicht wirst. In Jesu Namen. Amen. Nach diesem so passenden und schönen Lied mit tiefem Inhalt wollen wir uns jetzt das Wort Gottes widmen. Ich lade einen jeden dazu ein, dass wir uns jetzt auf Gott konzentrieren, besonders auch dich, Lise, Familie. Ich weiß, dass ihr das tut.
ist auf einen solchen Moment, wo man so tiefen Trauer erfährt, oft schwer, sich gedanklich loszureißen von diesen Gedanken, auf jetzt auf dieser Erde nicht mehr zu sehen, ihm nicht mehr zu haben und unsere Gedanken und unsere Ausrichtung auf Gott zu richten. Und deswegen nennen wir so einen Tag auch ganz bewusst, in diesem Fall auch Abschiedsfeier. Nicht eine Trauerfeier. Ist auch nicht ganz verkehrt, das Wort Trauerfeier. Das ist das Trauern, aber wir wollen nicht die Trauer feiern, sondern wir können heute mit frohem Herzen Abschied feiern. Feiern deswegen, weil Heinrich sein Leben richtig gelebt hat. Er hat seinen Kampf, er hat den Kampf gekämpft und er ist ans Ziel gekommen. Und das lässt uns feiern. Auch mit Tränen in den Augen, auch mit Trauer im Herzen können wir dann feiern, weil wir wissen, dass er an dem Ziel angelangt ist. Ihr wünschtet euch über diesen Vers aus 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7. Ich habe den 8. dazu genommen. Kurz einige Gedanken und Worte zu äußern, die uns auf Gott hinweisen. Da sagt es in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Nun liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, und nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Das Wort ist Evangelium. Paulus vergleicht wiederholt unseren Lebensweg mit einem Marathonläufer. Bei einem Marathon spricht man jetzt, wenn man zum Schluss des Marathons kommt, nicht vom Ende des Marathons, sondern dass man zum Ziel gelangt. Man erreicht das Ziel, was man sich gesetzt hat. Man überläuft oder überschreitet die Ziellinie. Und das ist auch, was Heinrich jetzt erlebt hat, durch seinen leiblichen Tod. Er hat diese Ziellinie erreicht. Er ist durch dieses Zielband hindurchgelaufen und er ist jetzt in der Ewigkeit mit unserem himmlischen Vater. Und da sagt es so passend auch Paulus hier schon damals, nicht nur für ihn allein, sondern für alle, die Erscheinung Christi lieb haben. Auch für uns heute, die wir hier sitzen und dieses heute miterleben. Der einzige Gedanke ist hier, es gibt einen guten Kampf. Wenn Paulus das hier so sagt, dann gehe ich davon aus, dass es auch viele nutzlose Kämpfe im Leben gibt. Und meiner Erfahrung nach gibt es sie wirklich. Es gibt für viele Dinge, die wir uns im Leben einsetzen können, wenn wir es wollen. Wir können viele Kämpfe kämpfen, die sehr menschlich sind, die oft sehr fleischlich sind, die unnützlich sind. Aber es gibt diesen einen guten Kampf, für den es wirklich lohnenswert ist zu kämpfen. Und das ist das Leben mit Jesus Christus. Das ist dieses Leben, das wirklich sinnerfüllt ist, das wirklich dieses Ziel hat des ewigen Lebens. Und ich denke, das ist nicht nur Zufall, sondern es widerspiegelt das Leben auch von Hein, dass ihm dieser Text auch so bewegt hat immer wieder. Wie Alfred in der Einleitung schon gesagt hat, so unterstreicht es auch, dass ihm es wichtig war, die praktisch gelebte Liebe. Wir verstehen es ganz klar auch, unser Leben, die Ewigkeit, unser ewiges Heil, es hängt nicht von unserer praktischen Liebe ab, sondern von dem Heil, das Gott uns zuspricht, von der Gnade. Aber wenn wir diese Gnade erfahren haben in unserem Leben, dann ist das eben ausschlaggebend und unumgänglich, dass dies in unserer praktischen Liebe erkennbar ist. Und das ist Bruder Friesen wichtig gewesen. Und das war Paulus hier auch wichtig, dass er es hier einmal ganz klar sagt. Und diese sind drei Dinge, die Paulus hier sagt, die er getan hat.
Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ja, die Engel, wissen wir aus der Bibel, die müssen auch kämpfen. Auch für das Gute. Nicht nur wir hier auf Erden als Christen kämpfen, sondern auch die himmlischen guten Wesen, die kämpfen. Gott kämpft für uns. Gott opfert sich auch für uns. Das ist die Gnade, die wir erhalten dürfen. Aber Paulus fasst es hier auch ganz klar in Worten, dass auch wir Kämpfe haben. Paulus war bereit zu kämpfen. Er gab sich hin. Er opferte sich. Er war leidensbereit. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft, die wir alle heute auch wieder hören müssen. In unserer Welt, wo wir es oft schon so gemütlich haben, so leicht haben, so vieles wird für uns schon getan, aber wir dürfen weiter kämpfen. Es war Paulus wichtig, Gottes Willen zu erfüllen, seiner Berufung zu leben, sich einzusetzen, braucht eben klare Entscheidungen, es braucht Gehorsam, es braucht Opferbereitschaft. Und die wünsche ich, dass wir diese auch heute ganz bewusst weiterleben. Dass wir unser Leben hier auf Erden brechen lassen zur Ehre Gottes. Das Zweite, was Paulus hier unterstreicht, ist, ich habe den Lauf vollendet. Das heißt, Paulus ist gelaufen. Gott kam zu uns durch Jesus Christus, haben wir eben noch wieder uns erinnert und gefeiert. Aber auch wir sind herausgefordert zu laufen. Gott läuft nicht für uns. Wir selber müssen diesen Lauf hier auf Erden selbst laufen. Gott ist uns nahe. Gott begleitet uns. Gott gibt uns Sinn im Leben. Er gibt uns ganz klares Ziel. Er beschützt uns. Und er verspricht uns, dass dieser Kampf schon gewonnen ist, indem wir hier noch auf Erden kämpfen. Aber wir sind herausgefordert, diesen Lauf zu laufen und zu vollenden. Ich frage, auf welches Ziel hast du in deinem Leben vor Augen? Auf was läufst du, auf was laufe ich in meinem Leben zu? Was möchtest du erreichen? Welches sind deine höchsten Prioritäten in deinem Leben? Haben wir Acht auf schleichende Sünden, auf Gleichgültigkeit im Leben? Auf Rechtfertigungen vor den kleinen Sünden, dass diese uns nicht stolpern lassen im Leben. Der Lauf für uns, die wir heute hier sitzen, ist noch nicht vollendet. Ja, Hein darf es genießen, dass dieser Lauf vollendet ist. Er hat keine Kämpfe mehr. Nicht physisch, die wir auch so miterlebt haben in den letzten fast 2 Jahren. Aber auch geistlich hat er nicht mehr diese Kämpfe. Er hat die Ziellinie erreicht, wir aber, die wir heute hier sind, noch nicht. Wir sind noch im Kampf und kämpfen wir mit erhobenem Haupt ganz bewusst. Und drittens sagt Paulus hier, ich habe Glauben gehalten. Das ist es, worauf es ankommt, Glauben zu halten bis zu dem Schlusspunkt. Leid, schwere Trübsal erproben unseren Glauben, ob er standhält. Satan kämpft um unsere Seelen, um die mit Christus wandeln, um sie von Jesus abzubringen. Und ich wünsche an jeden diese Gnade und diese Kraft, dass wir im Glauben an Gott festhalten. Auch wenn wir sehr, sehr schwere Wege durchgehen sollten, wo es hart ist im Leben, wo wir das Leben, uns selbst oder unsere nachstehenden Personen vielleicht nicht verstehen, dass wir uns im Glauben an Gott halten. Ich denke, es sind hier 2 so schöne Tröstungen, tröstende Wahrheiten mit drin. Einmal zu wissen, dass man den richtigen Kampf gekämpft hat, ist das Schönste, was man am Lebensende erleben kann. Das Bitterste wäre vielleicht, dass, wenn wir beim Sterben oder von Sterbebett feststellen müssten, dass ich nicht richtig gelebt hatte. Das wäre schwer. Das wäre bitter. Und das wünsche ich keinen einzigen von uns, die wir heute hier sind. Schön ist es, wenn man weiß, dass man den richtigen, den guten Kampf gekämpft hat.
Und zweitens die Krone der Gerechtigkeit, von der Paulus hier spricht, die ist all denen versprochen, die mit Jesus kämpfen. So sagt Paulus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und das wünsche ich einen jeden. La familia tuvo el deseo que reflexionemos brevemente sobre un versículo de la Biblia o dos versículos que encontramos en 2 Timoteo, versículo 4, capítulo 4, versículos 7 y 8. Ahí dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es la palabra de Dios. Esa palabra el Señor Friesen ha vivido también. La buena batalla. ¿Cuál es esta buena batalla? Hay tal vez muchas batallas o también sufrimientos que estamos pasando por la vida. Pero hay una y solamente una buena batalla que realmente vale la pena de pelear. Y eso tiene que ver con la eternidad. No solamente con aquella corona que aún vamos a recibir cuando morimos, sí, por esa también, sino por una vida que podamos vivir en el hoy en día con Cristo. Esa es una batalla que realmente vale la pena de pelear. De esta batalla Pablo habla en este versículo. Entendemos la Biblia claramente que solamente a través de la gracia de Dios, por su Hijo Jesucristo, estamos salvos. Su gracia nos salva. Pero Pablo cita acá por lo menos tres cosas que nosotros en nuestra vida debemos hacer. Si somos salvos, entonces nuestra vida trae frutos, frutos de amor, frutos muy prácticos. Y el don Enrique siempre estaba bien puesto en eso, que su vida debería testificar de lo que creía en obras prácticas de amor en la vida. Y acá el versículo dice, Pablo dice ahí: he peleado. Es importante. Amigos y amigas, Dios pelea también por nosotros, pero nosotros tenemos aún todavía peleas. Nosotros como personas en el mundo no pasamos así ligeramente nomás, o todo nos sale tranquilo y bien, sino tenemos que pelear. Y si peleamos con Cristo, junto con Él, vale la pena. Sí, sufrimos también, pero tiene algo tan profundo y tan tranquilo que nos deja pelear, porque Cristo dice que esta pelea ya he vencido en la cruz, en Golgata. Así que ya estamos los que siguen a Cristo en el lado del ganador, en el que triunfó, pero estamos en camino todavía y nos toca pelear. E invito a cada uno que realmente, conscientemente y por decisión, nos ponemos en esta pelea por el bien. Pablo sigue diciendo acá: he acabado la carrera. Mejor dicho, tal vez he completado la carrera, he alcanzado la meta de la carrera. Y ahí nos pone tal vez la pregunta también: ¿cuál es mi meta en mi vida? ¿Para qué vivo realmente? Ojalá, y nuestro anhelo es que nuestro deseo es que nuestra vida es vivida para la gloria de Dios, para que a través de nosotros personas puedan ver a Cristo y buscarle a Él. Para nosotros, lo que estamos aquí, aún no se acabó la carrera. Y te animo y aliento de seguir corriendo, seguir peleando. El triunfo está al lado de aquellos que pelean con Cristo.
y en tercer lugar, he guardado la fe. Sí, sufrimiento, aflicciones prueban nuestra fe en Dios, pero animo a agarrarnos por la mano de Dios y Él nos guardará y nos da las fuerzas para alcanzar la meta y triunfar con Cristo. Les dejo con dos verdades. Una es la seguridad de haber peleado la batalla correcta es lo mejor que uno puede escuchar al final de su vida. El Espíritu Santo nos confirma eso. Y en segundo lugar, la corona de justicia de cual Pablo habla en este versículo, la vida eterna espera a todos los que aceptaron a Jesucristo por su gracia y han peleado esta buena batalla. Podemos testificar que don Enrique Friesen, sí, tuvo sus peleas, era humano, pero intentó de demostrar en sus actitudes y en su vida el amor de Cristo. Y eso es algo muy bueno. Les invito a los que puedan a levantarse para la oración. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana, que a pesar del sufrimiento que estamos pasando por, sí, dejar ir a don Enrique, estamos gozosos que él ha peleado esta buena batalla. Y eso nos desafía y nos invita a todos nosotros que estamos a pie ahora y él acostado enfrente nuestro, que sigamos su ejemplo. Para que te aceptemos, Señor, tu gracia, y que vivamos nuestra vida realmente haciendo cosas buenas, pelear esta batalla, completar la carrera y guardar la fe en ti, Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia. Y gracias, Señor, que tú eres Dios sobre la vida y sobre la muerte. Y, Señor, que en tus manos entregamos al hermano Friesen y a todos nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Tomemos asiento. Thank you.
Zeugnis zur Person. Also da müssen ja wir uns immer wieder fragen, was würden die anderen zu mir sagen, wenn ich da liegen würde? Oder von mir hier schreiben. Und wir mussten das mal im Semter tun. Es ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Und hier heute hören wir dieses Zeugnis jetzt von den Kindern, Elmer oder Franklin. La vita testimonial che ellos van a leer acá. Euer Träger würde ich das gedacht haben, nicht vor zum Zeugnis von mir ein paar hier Fährte lesen. Seine Arbeitsjästen, Arbeitskraft, was der hat, hat eigentlich mal. Muss doch alles vor sich gemerkt worden. Ganze Fans, Krall, Tüß. Da war so ja die Arbeit. Da arbeitet körperlich Dollars eigentlich. Und nun ist er hier auf der letzten Endstation. Hat wir niemals mit dir reagiert. So, Lebensverzeichnis von Heinrich Friesen. Heinrich Friesen wurde seine Eltern Dietrich und Katharina Friesen als viertes Kind am 28. Dezember 1943 in Rosenheim, Nordmerno, geboren. Mit 10 Kindern zogen sie als Familie. Mit 10 Jahren zogen sie als Familie nach Paratoro. Da er der älteste Sohn der Familie war, musste er tatkräftig in der Arbeit mithelfen, um hier die Ansiedlungsjahre zu meistern. Die Jugendzeit hatte er von Herzen genossen. Im Alter von 22 Jahren ließ er sich vom Ältesten Martin Tedück auf seinen Glauben an Jesus Christus taufen. Am 31. August 1965 trat er in den Ehestand mit Elisabeth Klassen, mit der er bis zu seinem Tod viele gute Zeiten in Treue und Liebe erlebte. Sie wurde gesegnet mit 5 Kindern, 12 Großkindern und 3 Urgroßkindern. Im Tode vorangegangen sind ihm seine Großeltern, Eltern und eine Schwester und ein Bruder im Kindesalter. Unser Vater hatte ein großes Herz und gebende Hände für Gemeinschaft und Bedürfnisse. Er hat in der Jungschule sowie in der Sekundarschule gedient, sowie viele Jahre als Baumeister gearbeitet. 15 Jahre lang war er als Waisenvorsteher in Südmerno tätig. Er liebte seine Arbeit, ihm war nicht so leicht was zu viel. Er war immer besorgt um seine Familie, wo er ein gutes Vorbild hinterlassen hat. Die Mission lag ihm am Herzen. Es war ihm sehr wichtig, dass das Evangelium auch zu den Lateinparaguayern kam. Er hat auch mehrere Reisen mit dem Schiff Misericordia mitgemacht und mitgeholfen. Auch hat er den Lateinparaguayern helfen zur Seite gestanden, damit auch sie finanziell besser vorwärts kommen konnten, zum Beispiel in Stromeinrichtungen und in der Wirtschaftsberatung. Er hat bis zum letzten Tag, wo seine Gesundheit es hergab, gearbeitet. Im März 2020 merkten sowohl er wie auch seine Familie, dass mit ihm etwas nicht stimmte, da seine Konzentration sehr schlecht war. Daraufhin suchte er professionelle Hilfe. Nach vielen und langen Untersuchungen wurde Alzheimer diagnostiziert, was für ihn und seine Familie ein harter Schlag war.
Am Gründonnerstag 2020, stark von der Pandemie betroffen und wo keine Familienfeste erlaubt waren, hat er ein großes Verlangen, sich mit seiner Familie zu treffen und sich mitzuteilen, in welcher Situation er war und was ihm bevorstand. Gott schenkte ihm eine kurze Zeit, ein klares Gedächtnis, wo er seiner Familie sagen konnte, was ihm am Herzen lag. Liebe, Friede, Einigkeit und das Zusammenhalten der Familie. Nach seinem ersten Anfall im April 2020 wurden mehr intensive Untersuchungen gemacht, leider ohne Erfolg. 2 Monate später wurde er für eine Zeit lang im Sanatorium Irene interniert und seine Medikamente einzustellen. Auch uns als Familie wurde geholfen, mit seiner Lebenssituation umzugehen. Von da wurde er ins Pflegeheim Paratore gebracht, wo man ihn mit viel Liebe und Fürsorge aufnahm und pflegte. Ab dem 5. Dezember 2020 zu seinem Tod wurde er ganz im Bett gepflegt. Bis zu seinem Tod wurde er ganz im Bett gepflegt. In seinen schweren Stunden und Anfechtungen haben wir als Familie durch Beten und Singen tragen helfen. Er war uns in all seinen gesunden Jahren ein gutes Vorbild, was wir ihm an seinem Kranken- und Pflegebett mit viel Liebe zurückgeben konnten. In den letzten Monaten hat er immer wieder Tage gehabt, wo er sehr schwer gelitten hat. Am 24. Dezember 2021 fing der letzte schwere Kampf an, den er bis zum 25. Dezember um 19.40 Uhr kämpfte, wo der liebe Gott ihm in der Gegenwart seiner geliebten Ehefrau zu sich in die ewige Heimat holte. Wir danken unserem lieben Gott, dass er uns als Familie durch diese Zeit viel Liebe, Frieden, Kraft und Mut gegeben hat, ihm zur Seite zu stehen. Auch bedanken wir uns ganz herzlich bei einem jeden, der in irgendeiner Form geholfen hat, sei es durch Wachen und Krankenbett, Gebete oder Besuche. Einen herzlichen Dank gilt das Krankenhaus- und Pflegeheimpersonal, die ihn mit so viel Liebe gepflegt haben. Ich möchte ein kleines paar Worte noch betreiben. Wie denke ich, wo wir gesund sind, in der letzten Zeit, haben wir ambitioniert. Ich möchte mir ganz dringend davon, wo wir clean wären. Unsere Eltern haben so am angefangen, da wir so am Lied. Die Zeit wäre dort viele von euch. Die haben ganz unten angefangen mit der Wirtschaft und mit Kinder zu haben. Ich habe letzte Jahre einmal verteilt, als er hat ab sie kommt, wo mein jüngster Bruder nun wohnt, sich hat reu gemerkt, dass sie in Hüßbühe, dem Hand zu tragen, rauf, schwere Arbeit, wirklich kriegt Teile gepresst oder vielleicht Pulbehakt oder so, dann ging die Wacht und der ich noch Lolita. Und dann habe ich durch schwere Herd in gearbeitet und darauf gekriegt, gearbeitet, dann sind ein paar Bicycles vorbeigekommen, haben sich in der Höhle über diesen Mensch, der wird hier verhungern. Der wird hier nicht verlöst. Das vertelle ich einmal an seine älteren Jahre. Dann sieht er, dann hat er mir nur gedacht, warum habe ich nicht einmal abgekriegt? Erst vielleicht später nicht. Ich wüsste nicht, wer das wäre. Immerhin, du wirst auf unserem Arbeitshof angesagt arbeiten. Wer dort nicht gelehrt hat, der hat das nicht wollt. Wir haben gelehrt strenge Regeln. Wir haben strenge Futter gehabt. Wir haben ein Futter gehabt, was wir gelehrt haben. Dort bedient Arbeiten und Buben ab nach das gästliche Leben um das. Wir haben es dort gelebt, dort wirken dünnt, waren das Sinn und Samariens Rehen, klack viel Piet und Spanagone, November steht vor Estrella Plante, Batista Sinn und ohne Sinn und wie ein Arbeitstag, saß der, wie er uns gesagt, die sehende Tag wird ihm verbüßte. Dort habe ich mitgekriegt. Und sie ging dort wieder in Bad Hei Ellerwald. Und dann wie er auch krank, zu Latz. Und sein Freund wie auch krank. Dort habe ich mir so ja mitgenommen. Sein Freund lag im Krankenhaus, sein jährlicher Nuba, viele Jahre Nuba gewasst, Arbeitskollege gewasst.
Der stecken dann der Hegone in Überschwemmungstide, in Dreh, in Arbeitsjahre, in häufig hier tüs krank. In der Pandemie läutet nicht in unter Besiege. Aber die Kontakte kommen bei uns. Die größten Saludos kommen bei uns Eva von Krankenhäusern von Tüs 3. Dann bringen wir das Krankenhauspersonal. Wenn wir einmal das Bett ist, soll okay sein, wenn uns ein paar soll klar sein, und vom Krankenhaus sieht, sein Freund wird auch okay sein. Aus der Sicht nicht einmal würde nach Jahren sein. Du wirst geräutet verlangen. Einmal zu sein. Von Bettside. Und dann gab es ein Morgen ans Paar wie Chlor. Der stand unter dem Dach, kriegt Raum, der wir fehlen. Dann fand er die Fuß dem Krankenhauspersonal erst eine Möglichkeit, dass sich diese zwei noch einmal treffen können hier bei ihr. Sie würde Fuß nur sein. Und der fand auch Fuß 3, der ist okay, kommt nicht Fuß. Und dann bin ich dort los und dann bin ich in der Reiche März, ich will einen Sinderschmerz, ich will meinen Freund besiegen. Dann wie fühlst du alles für wie Hahn und was für ein Kranus, wir mussten am Drehhöhle bin und nicht so busig. Und dann wie alle busig, dann war der und der wurde dann besorgt, der Leute am die Gerüt, mein Paar ging nennen. Du sagst, ich war interessant. Ich weiß nicht, ob ich dort, wo sie Hand kriege, aus der Breite unter sich Hand kriege. Aber mir hat das so viel mitgegeben, dass ich an dort arbeiten kann und dort anstreben kann. Dem Stell wird ganz dicht bei gerutscht. Ganz dicht bei. Und feuchte sich zwei Breite, die ich decken dann, die schwere Tide gewonnen sind, feuchte sich arm und früh. Erst noch irgendwo, das war schon alles. Dann sagte er, nee, bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Und dann drehte er sich so taub. Dann nahm er Aufschritt. Dann sag ich mein Paar, wir sollen ja uns im Himmel. Lothar Schöngen. Dann wir in Avraso hier bei ihr. Und der wurde nicht all taub sein. Bot hier einmal. Dankeschön. Buen día a todos los presentes que hablan en español. Quiero leer acá el obituario del señor Heinrich Friesen. Heinrich Friesen nació el 28 de diciembre de 1943 en Rosenheim, Merlo Norte. Fue el cuarto hijo de sus padres Dietrich y Katharina Friesen. Cuando Hein tenía 10 años, su familia se mudó hacia Parató. Como era el primer hijo varón de la familia, tenía que ayudar activamente en los trabajos del campo para poder superar los primeros años de la colonia. Sus años de juventud los disfrutó con todo. A los 22 años recibió el bautismo por su fe en Jesucristo de las manos del entonces pastor principal Martin Tedeck. El 31 de agosto de 1965 se casó con Elizabeth Klassen, con la cual vivió numerosos momentos buenos en fidelidad y amor. Fueron bendecidos con 5 hijos, 12 nietos y 3 bisnietos. Partieron a la eternidad antes de él sus abuelos, padres, una hermana y un hermano en la infancia. Papá tenía un corazón grande y manos que daban cuando se trataba de asuntos de la sociedad y en situaciones de necesidad. Trabajó con adolescentes en la iglesia y en el colegio secundario. También tuvo su empresa de construcciones durante muchos años. Durante 15 años fue además el director del Waisenamt en Menosur,
donde se administraba los bienes de viudas y huérfanos y también los bienes de sucesión. Amó a su trabajo y no se dio por vencido fácilmente. Siempre se preocupó por su familia, con lo cual nos dejó un buen ejemplo. Los proyectos misioneros los llevaba en el corazón. Para él fue muy importante que el Evangelio llegue a los hermanos latinos. Participó en varios viajes con el barco Misericordia, donde ayudaba en diferentes ámbitos. En numerosas ocasiones ayudó a cuenta propia a sus vecinos latinos, por ejemplo, en la instalación de electricidad y en el asesoramiento de producción. Trabajó hasta el último día que su salud se lo permitió. En el marzo de 2020 se estaba dando cuenta tanto él como también su familia que algo no andaba bien con él, ya que su concentración se estaba deteriorando notoriamente. Buscaron entonces ayuda profesional. Después de muchos y a largos chequeos le diagnosticaron el mal de Alzheimer. Esto fue un golpe duro para él y su familia. El Jueves Santo de 2020, en medio de la pandemia y sus restricciones que prohibían encuentros familiares, papá sintió una urgencia muy fuerte para encontrarse con su familia y comunicarle a ella de su situación y lo que le esperaba. Por un tiempo muy breve, Dios le concedió una memoria clara donde le pudo decir a su familia lo que más le importaba: amor, paz, unión y coherencia en la familia. Después de su primer ataque en abril de 2020, le hicieron varios chequeos médicos intensivos que lastimosamente no fueron exitosos. Dos meses después, fue internado en el sanatorio Irene por un tiempo, donde le ajustaron sus medicamentos, también nos ayudaron a tratar esta situación como familia. Desde el sanatorio fue llevado al hogar de ancianos para todo, donde le recibieron y trataron con mucho amor y cuidado. Desde el 5 de diciembre del 2020 hasta su muerte fue tratado por completo en su cama. En sus momentos difíciles y de ansiedad pudimos ayudarle como familia con oraciones y canciones. En sus años de salud, papá nos fue un buen ejemplo. Y se lo pudimos devolver con mucho amor en su cama del enfermo. En los últimos meses tuvo días repetidos donde sufrió muy mal. El 24 de diciembre del 2021 inició su última batalla dura, la cual luchó hasta el 25 de diciembre a las 19:40 horas, cuando el Dios Todopoderoso, en presencia de su amada esposa, le llamó a la patria celestial. Agradecemos a nuestro querido Dios por habernos dado mucho amor, paz, fuerza y ánimo para acompañarle a papá en este tiempo. También les agradecemos cordialmente a cada uno que de alguna forma ayudó en esta situación, sea en la guardia, junto a la cama, en oraciones o visitas. Un cordial agradecimiento va también al personal del hospital y a hogar de ancianos de Para Todo, quien le cuidaron con tanto amor a papá. Gracias. Danke. Wir machen dann weiter mit Mitteilungen, Bemerkungen, die jemand hier weitergeben möchte. Drei sind gemeldet worden: Hein Beharder und Joel Neufeld. Was bei dir kommen, hier bei Fähre?
Ja, eine Mitteilung von Erdmann und Susi Fries in Kanada. Es war ein Telefongespräch gestern und sie baten mich, um hier etwas mitzuteilen. Und sie betonen ganz klar und sicher, wir beten und denken an euch ganz besonders für Lise, an Lise und die Kinder. Wir wünschen Gottes Trost und Kraft für diesen Tag. Wir möchten euch auch mitteilen einen Vers, zwei Verse aus 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8, als ein Trost und ein Segen und Kraft für die ganze Familie. 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Ich habe dich den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Nun liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die meine Erscheinung lieb haben. Danke. Danke. Ein Schreiben von Anna und Jakob Neufeld aus Kanada. Liebe Lise mit Familie, da wir nicht können in Person zugegen sein, wollen wir mit diesem Schreiben unser Beileid bekunden. Wir haben viel an euch gedacht und für euch gebetet, wollen es auch weiter tun, da jetzt ein anderer Abschnitt in eurem Leben beginnt, ganz besonders für dich, Lise. Du wirst es bestimmt am meisten fühlen, da du nicht mehr zum Pflegeheim fahren wirst wie vorher. Wenn wir uns an die Zeit erinnern, wo wir bei euch auf Besuch waren, hatten wir immer ein frohes Wiedersehen. Wir hatten immer ein schönes Beisammensein und wir liebten es, mit euch geistliche Gespräche zu haben. Das tat uns immer gut und schätzten es sehr. Hein, du machtest immer einen schmackhaften Asado. Hein war nicht eine Person, die gleich aufgab und mutlos war, wenn mal nicht gleich alles klappte wie geplant. Nein, er war voll Lebensmut und das hat ihm auch immer wieder geholfen, vorwärts zu schauen, wenn es auch nicht immer glänzend aussah. Das ist, was man bestimmt von ihm lernen konnte. Auch wurde es ihm eine Zeit lang zurück bewusst, dass sich etwas in seinem Leben ändern würde und hat sich dann vorher vorbereitet, wenn er auch nicht wusste, was es sein würde. Zurückblickend können wir jetzt sagen, was es war. Und nun ist auch diese Zeit vorbei. Lise, du hast dich immer wieder die Zeit genommen, um den Nachmittag gemeinsam mit Hein zu verbringen. Wir wissen, dass es oftmals muss ein Opfer gewesen sein und nicht immer leicht. Wir glauben, dass er es oft wird gemerkt haben, und als du da warst, aber er konnte es nicht zeigen oder zum Ausdruck bringen. Der Herr wird es nicht unbelohnt lassen, denn es sagt in dem Wort Gottes in Matthäus 25, Vers 40, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Geliebte Familie, wir trauern mit euch. Wir wünschen euch Gottes Trost im Abschiedsschmerz. Wir wissen, dass dieses wird eine große Lücke in der Familie sein, aber der Herr wird auch euch durch dieses finstere Tal hindurch zum Licht führen. Er gibt Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Hein, du bist jetzt daheim beim Herrn Jesus. Wir gönnen dir die Ruhe nach so einem langen, schweren Leiden. Du wirst jetzt die allerbeste Weihnachten gefeiert haben mit Jesus und die Engel zusammen. Wir werden dich bald wiedersehen bei dem Herrn. Betend von deiner Schwester Anna und mit Mann Jakob.
Danke. A continuación, el amigo Epifanio quería compartir una canción. Gracias igualmente. Otras personas que quieran compartir algo. Noch jemand Deutsch? So, diese Abschiedsfeier geht dann weiter. Also Abschied nehmen ist jetzt dran, wo wir die letzten Blicke auf ihn werfen wollen, wo wir ganz bewusst auch diesen Abschied mit unseren Blicken verrichten wollen und das letzte Auf Wiedersehen sagen. Bevor das ist, haben wir noch ein Lied. Entschuldigung. Ich bin entschieden. Thank you.
schönes Lied, das Hein ganz bewusst auch so gelebt hat. Ich bin entschieden. Zur Abschiednahme ist ja immer, wo wir die letzten Blicke auf diese Personen auch werfen, wo wir ein Auf Wiedersehen sagen. In dieser Form werden wir ihn dann nicht weiter sehen. Und das wollen wir jetzt ganz bewusst machen, dieses Abschied nehmen. Sie werden den Sarg zurechtdrehen, damit an beiden Seiten vorbeigegangen werden kann. Und ich möchte danach das Segensgebet, das kurze Segensgebet sprechen, und damit enden wir diesen Teil dann. Para despedirse es, o debemos estarnos consciente que nos despedimos, que tiramos la última mirada hacia esta persona, en donde una despedida es separarnos de esta acá físicamente. Y este momento que queremos dar ahora a cada uno de ustedes, tomar el tiempo, mirarlo y despedirse conscientemente es algo bueno. Antes de ir, voy a orar la oración de bendición. Als Gemeinde ist dieses jetzt der Moment, wo wir hier den Blick auf ihn werfen wollen, bewusst Abschied nehmen. Nachher macht die Familie das hier noch. Und als letzter Abschiedsschritt an ihn ist beim Friedhof. Wir laden herzlich ein, da auch zu begleiten. Prediger Andreas Friesen wird es da anleiten. Die letzte Beistattung, also Abschiedsnahme, gilt da dann. Ich möchte dieses hier mit einem Segensspruch aus 4. Mose 6, Vers 24 und weiter aussprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Lo mismo oro también en castellano. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Entonces podemos despedirnos de esta forma con la bendición divina a cada uno. Amén.
Eins ist Hoffnung, eins nicht. Wenn wir das als Trost annehmen können, Paulus sagt, ich habe den Glauben gehalten. Welchen? Dass jetzt die Herrlichkeit kommt. Der Vater ist da, wo er nie wünscht, zurückzukommen. Aber wir können nicht hinter die Gardinen schauen. Das ist eine Glaubenssache. Das ist nicht eine Schauenssache. Und wenn wir daran denken, auch dass Caroline, dass Orlando und Nancy in einer Woche beide Väter abgegeben haben, dann ist das schon eine Herausforderung für so eine Familie. Liebe Familie, ihr habt vorbildlich euren Vater, eure Eltern begleitet. Wir haben das zu Hause bei uns bewundert. Mit Humor, mit Gegenwart, mit Singen, mit Beten und wenn es schwer wurde, wurde man gelegentlich gerufen. Das ist wunderbar. Ich glaube, besser hattet ihr euren Vater nicht begleiten können. Und jetzt schließt das Leben ab. Im Leben hat er gesehen. Ich hatte mir mehrere Punkte aufgeschrieben, werde ich jetzt liegen lassen. Die wurden heute gesagt. Aber Vater war einer, der Disziplin in der Familie hatte. Vater war einer, der viel auf Gemeinde gehielt. Vater war einer, der ein warmes Missionsherz hatte. Und der mich mehrmals gefragt hat, wie geht's dir in der Gemeindearbeit? Nicht nur um Kital, um den los zu sein. Der wollte wissen. Das ist, da wird gesät. Und wir merken das auch in den Zeugnissen. Da ist gesät worden. Und die Frucht, die wächst durch die Jahrzehnte hindurch. Das ist wunderbar. Ich will beten. Großer und allmächtiger Gott, wir werden hier noch einmal stille vor dir und wollen dir heute noch einmal, bevor wir Hein beerdigen, Danke sagen für sein zeugnishaftes Leben. Er wusste genau, wo seine Schwächen waren. Er stellte sich zu ihnen und er ging immer wieder vorwärts. Der hat ausgestreut, Samen gesät und ernten wird er dort und wir hier schon auf Erden, was wir durch ihn gelernt haben. Du hast ihn gesegnet von der Armut, von einer bitteren Armut bis zu einem wirtschaftlichen Aufschwung. Und wie viele Menschen haben auch von seinen Finanzen genossen, das wissen wir alle. Und jetzt hat er abgeschlossen. Und Lise sitzt hier und mit voller Hoffnung, dass du sie und die Familie tragen wirst. Herr, wir haben hier gelesen, dass all die Leiden, die hier auf Erden durchgemacht werden, sei es Verfolgung, sei es Krebs, sei es Einsamkeit, sei es die Alzheimer, was immer da im Leben ansteht, das ist nichts zu dem, was jetzt kommt. Und mit diesem Trost wollest du diese Familie von ganzem Herzen segnen, dass das Schönste jetzt kommt. Das geht nicht zu vergleichen. Wir glauben, was geschrieben steht. Segne sie in diesem Glauben. Amen. Es ist ein emotional schwerer Moment. Hat man eine geliebte Person. Das ist der Graf leicht. Da braucht viel Mut. Ich freue mich für die Kinder. Was ist in meiner Hand, denn er vor der Gott im letzten Moment begleiten. Wir laden an, dort wie sein Körper in der Rauflote und zur Beerdigung vorbereiten. Bitte schön.
Leute kennen, wenn Lisa einmal was nachgehen oder kriegen. Und dann kann die Familie auch mit einem Blumen nachher auch Abschied nehmen. Thank you.
Anfang, dann werden wir den Abend zu bestarten. Thank you.
letzter Moment, wo wir hier unheilen, in diesem Moment. Und das ist auch wieder ein, nicht? Es, für viele Menschen ist das ein Tröst, weil man sich so erbangt, dass nach dem Ort vor, wo man weit, wo man an begrüßt hat. Und das ist der Ort des Friedens hier für Sinkharper, was hier nicht geblieben ist. Und wir wollen Ihnen Gott unbefehlen, dass heute Vieren macht, Tröste macht, es kriegt diesen Abschiedsschmerz, wo man eventuell über Dauern, Monate und vielleicht auch Jahre diesen Abschied wahrnimmt, dass ihr dem mit der Kraft Gottes wohnen kann. Vor dem Himmel danke für den Segen, den du uns gibst, durch das Leben. Das Moment kriegt ein Mensch frisch zu begruben, den Leichnam, als Schor. Und wir danken, dass du uns über Kraft gibst, dass wir das Leben deine Hand nehmen und auf diesen Schritt, wo du ein Mensch trainer dich holst. Und Herr, wir beten für Familie Friese, besonders für Lise, Gretchenja, Gretchen und Ugretchenja, dass sie das macht in deine Hand nehmen, auf die Tschechien und auf das Beispiel von ihren Vater und ihren Mann auch wieder folgen in ihrem Leben. Sehen ihn als Familie und dass diese Zeit ihn auch noch doller ten anderen führen macht und das Leben, was du schenkst, vom ganzen Herzen genäutig kennen. In deinem Namen Jesus. Amen. Gottes Segen, danke für die Mitarbeit und die Mithilfe.